Servus. Beschäftigen wir uns doch mal mit dem Urheberrecht. Die meisten von euch denken sich wahrscheinlich Urheberrecht, ah okay, das hat was mit Filmen und mit Musik zu tun. Ist aber nicht so. Das Urheberrecht hat generell damit zu tun, dass jemand etwas schafft und somit der Urheber eines Kunstwerks zum Beispiel ist. Ja? Kunstwerk ist eine vielfältige Angelegenheit, kann ein Bild sein, kann ein Text sein, ein Buch, ja, kann Musik, ein Video sein, ein Film, kann aber auch ein, ja, eine Statue, irgendwas Bildhauerisches sein. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht politisierend auf das Thema eingehen, sondern einfach mal ein paar Fragen aufwerfen. Das Urheberrecht als solches, denke ich mal, ist eine Sache, ja, die ist unveräußerlich. Es ist einfach so, der Urheber ist der Urheber, das war's, fertig. Es wäre ein Grundrecht, da kann man nichts dran rütteln. Ja, es ist ein Fakt, wenn jemand etwas geschaffen hat, ist er der Urheber. Was dann das Verwertungsrecht angeht, das ist das Nächste. Ja, dazu gibt es natürlich dann schon Möglichkeiten, wie man jetzt die Verwertung seines Kunstwerks reglementiert, lizenziert, wie man sich Gedanken darüber macht, ob man es weitergibt. Ja, ganz wichtig, also als erstes beim Verwertungsrecht muss natürlich unterschieden werden, meiner Meinung nach, ist die ganze Sache jetzt ein Film, ein Video, ist es Musik, ist es ein künstlerischer Text oder ist es irgendwas Bildhauerisches oder ist es ein Gemälde. Na? Dinge können natürlich in unterschiedlichster Form weitergegeben werden. Na? Das Urheberrecht als solches, denke ich mal, kann nicht veräußert werden. Du bist der Urheber, fertig, aus. Amen. Es wäre dann ungefähr so, ein Komponist schreibt ein Stück, ja, und verkauft dann sozusagen das Urheberrecht an eine Firma, dann ist die Firma urheberrechtlich gesehen dann der Komponist, was ja gar nicht stimmt. Er ist nur der Verwerter. Also es ist nur der Verwerter. Der Urheber ist immer noch derselbe, der Komponist. Genauso ist es beim Maler. Egal, ob der jetzt auf Leinwand oder auf irgendeinem anderen Trägermedium arbeitet oder ob er jetzt ein rein digitales Kunstwerk erschafft, er ist der Urheber. Das dann weiter zu verwerten, ist wieder eine andere Sache. Sind Ideen generell verkäuflich? Ideen, ja, sicherlich. Es hat mir jemand gesagt, eine Idee gehört dir. Bis sie deinen Mund verlässt, dann gehört sie der Welt. Ist auch ein Punkt, da wo was dran ist. Ne? Also, sag ich was, kann mir passieren, dass jemand anders die Idee aufgreift, weiterverarbeitet und damit Millionenvermögen macht. Ne? Hätte ich doch besser meinen Rand gehalten. Und dann als letztes, ja, wie kann man die Urheber und ihr Verwertungsrecht stärken? Das ist, denke ich mal, der Punkt, auf den es ankommt. Das Recht, wie man etwas verwertet als Urheber, das sollte mal überdacht werden von den politischen, von den politischen Entscheidungsträgern. Ne? Also da muss man dann sich Gedanken drüber machen. Gut, das war's, das mal von mir und ansonsten gehabt euch wohl.